Startband, der Speedway-Podcast mit Micha und Ebi. Und genau die beiden Protagonisten sitzen sich wieder gegenüber. Heute am 14.05.24, 17.40 Uhr. Mein Name ist Micha, moin. Und mir gegenüber sitzt mein Kollege Ebi. Guten. Kollege, deutlich besser gelaunt alles. Die Sonne scheint, die Sonne lacht. Wir sind endlich wieder herrlich, Junge. Und ich habe einen frischen Haarschnitt. Du, so Haarschnitt im Barbershop mit ein bisschen noch Wachs in der Schnauze und so, ist wie eine halbe Stunde Urlaub, ne? Ist so, ne? Barbershop, ich mach das schon gerne. Cool. Ich mochte früher gar nicht, hatte da mal ein bisschen so, gerade ich, meine Bedenken. Mhm. Aber wenn du einmal da gewesen bist, die sind schon cool, die Typen. Ich glaube, das ist egal, wo man hingeht, ne? Ja, der eine heute auch. Hier, Speedway, habe ich gesehen. Wann das nächste Rennen? Einwandfrei, kann es kommen am 7.6., nicht? Bevor wir aber mit unserem Lieblingsthema anfangen, möchte ich noch mal kurz was an Bayern München richten. Ebi und ich haben kein Interesse, den Trainerposten zu übernehmen. Nur mal so vorab, ja? Also bei uns braucht ihr bitte nicht anzufragen. Ich glaube, wir stehen dem nicht zur Verfügung, ne? Bei mir haben sie tatsächlich angefragt. Mhm. Aber ich habe gesagt, nee, sorry. Du warst zu teuer, ne? Also ich habe Preis von dir genannt. Ja. Ging gar nicht. Also haben sie abgelehnt. Na, ich wäre ja nur Torwarttrainer gewesen, ne? Richtig, das war zu teuer. Sie sagen, der ist so schlecht, den kriegst nicht mal du schlechter gemacht. Ah, nee. Na, dafür reicht leider, ja. Ne? Leider. Es reicht ja, wenn wir dafür alte Speedway-Fahrer wie Peter Jung wieder groß machen, ne? Jung. Ey, ihr hört diese Sendung einen Tag später, am 15. Es ist Mittwochmorgen, 7 Uhr für euch, eventuell. Ihr seid auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn. Weiß nicht, Klaus Bender macht gerade ein paar Fotos aus seinem Büro, wie immer. Schöne Grüße gehen raus. Und Ebi und ich bringen heute euch alles rüber zum Thema Speedway zu Pfingsten in der Republik. Genau, da machen wir gar nicht viel Faxen, Federlesen. Ne? Wir haben uns gesagt, wir müssen vor Pfingsten noch eine Sendung bringen. Immer. Pfingsten, das Highlight im Jahr, oder? Also es ist schon fast mehr als Pardubice. Ja, Pardubice ist ja so ein bisschen der Rausschmeißer, ne? Hatten wir ja schon mal. Und Pfingsten, klar, ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat. Du fährst ja schon deutlich länger. In der Zeit, wo du noch jung warst, war das da auch so? Für mich ja. Also da sind wir echt mit vielen Leuten immer, sind wir ganz früh losgefahren nach Güstrow, war halt schon immer das Highlight. Und ich habe immer den Bergring auch schon vor 20 Jahren ausgelassen. Wir haben uns aber ganz früh getroffen, dann sind wir so, damit du so um 15 Uhr an Güstrow vorbei, an Tedrow vorbei warst. Da waren noch die Zeiten, als sie die ganze Stadt gesperrt haben. Da gab es ja so diesen Kreisverkehr, dass man nur in eine Richtung durchfahren konnte und so. Wieso gesperrt? Na, aber diese ganze Abfahrt und Anfahrt, weil da ja zigtausend waren auf dem Bergring. Ne, da haben sie halt ein anderes Verkehrskonzept gehabt. Da hieß es immer, du musst bevor Tedrow zu Ende ist, der Bergring, am Sonntag, musste man da durch sein, ne, wenn du halt gemütlich in Güstrow ankommen wolltest. Weil ja sonst war ja Kolonne von Tedrow Parkplatz bis Güstrow Parkplatz. Das war ja Kolonnenfahrt früher. Also du hattest die erste halbe Stunde Zeit, dann sind die raufgefahren auf den Parkplatz, dann ging es 30 Kilometer. Also wirklich tatsächlich über 30 Kilometer so? Ist so, ja. Und die Fahrer, so Simon-Wick und Co., die sie dann, also die beides gemacht haben, die haben sie dann mit Blaulicht da vorbei an der Kolonne und dass die rechtzeitig halt in Güstrow waren, ne? Okay. Oh, das ist aber. Wir haben uns dann immer, warte mal, in Raden, ist das Raden, diese Kneipe mit diesem riesen Parkplatz? Also zwischen Tedrow und Güstrow auf jeden Fall. Und da haben wir uns immer getroffen und haben immer Frisbee und so gespielt und Fußball und ja, halt um eine Stunde Zeit zu überbrücken, ne? Weil wir ja so früh dann waren. Ja. Und von welchem Jahr sprechen wir ungefähr oder in welchem Jahrzehnt? Ja, Anfang 2000er, ne? Und da war noch die alte Pressetribüne, ich weiß gar nicht, ob du die noch kennst, die mit der, von der Haupttribüne die Stufe hoch nach Güstrow, da diese 90 Grad steil, so eine ganz kleine, die hing so. Ich weiß, ja. Und da haben wir es die ersten Jahre auch irgendwie raufgeschafft. Rauf war gar nicht schlimm, aber runter. Ich war so steil, das waren schöne Jahre. Wenn du dich erinnerst, wir haben ja immer uns gefragt, was feiern wir Pfingsten überhaupt? Ja. Und da habe ich jetzt mal geguckt, weißt du es mittlerweile? 7 Wochen nach Ostern, ne? Genau, Pfingsten vom griechischen 50. Tag ist ein christliches Fest. Der Festinhalt ist die Sendung des Geistes Gottes zu den Jüngeren Jesu und seiner bleibenden Gegenwart in der Kirche. Amen. Also ich bin Atheist, sorry. Also, die Bayern werden uns huldigen nach dieser Sendung.
Ja, die alten Katholiken da unten, ist nicht schlimm. Ich freue mich schon drauf, ne? Die Katholiken. Ja, du, dann aber mal, ne, du bist nicht verheiratet, wollte ich nur sagen. Keine Panik. Da erlebe ich keusch und enthaltsam. Versprochen. Das ist der einzige Kritikpunkt in unserer Beziehung. Oh Gott. So, ich glaube, jetzt machen wir mal weiter. Das ist genügend Einleitung gewesen. Warte mal kurz, ich Telefon klingelt. Sorry. And the track at times is a little bit bumpy, but you seem... Little bit, yes. Just a little bit, yeah. Ja, bevor es aber bumpy wird, gehen wir jetzt mal chronologisch durch, Ebi. Unser Wochenende fängt am Freitag an. Und zwar um 21 Uhr in Güstrow gibt es das erste Rennen der Speedway-Bundesliga. Genau, und das haben wir angeteasert. Für mich. Darf ich schon nochmal? Warte, kommen wir gleich zu. Und zwar stehen sich gegenüber die einzigen beiden Vereine, die an dieser Bundesliga dieses Jahr teilnehmen, und zwar der MC Güstrow, dort natürlich mit einem Heimrennen, und dem gegenüber steht der MC Nordstern aus Stralsund. Ich glaube, wir haben das auch genug thematisiert, nur zwei Vereine und blablabla. Ja, genau. Wollen wir es einfach ganz normal als Bundesliga behandeln oder auch nicht? Wir behandeln es jetzt ganz normal als Bundesliga. Rennen, einfach Bundesliga-Rennen, ne? Genau, weil es nächstes Jahr ja besser wird. Ja, sehr gerne. Also so ist zumindest die Aussage und der Plan, ne? Also das nächste Jahr mehr Mannschaften und man es dieses Jahr einfach durchzieht, um es durchzuziehen. Gut. Ja, ich kann mir vorstellen, welche Frage jetzt kommt, die du dir wahrscheinlich schon ewig lange aufgehoben hast, die mir auch schlaflose Nächte bereitet hat, aber dann bitte. Im letzten Jahr, wie kam es zu diesem spektakulären größten Wechsel in der Speedway-Geschichte? Kevin Wölbert von Stralsund nach Güstrow. Was ist da beim Kaderplaner schiefgegangen? Weiß ich nicht. Wechselt er also Erfolg hinterher, oder? Traut er der Straße die Meisterschaft nicht zu? Hat man Straße und letztes Jahr die Meisterschaft zugetraut? Nee, die sind ja am Ende auch Dritter geworden, aber es war knapp. Es war knapp, genau. Immer gut mitgehalten, dann stark nachgelassen, dann nochmal wieder ein gutes Rennen gebracht und trotzdem nur Dritter geworden, also der Super-GAU. Was mich tatsächlich wirklich ankotzt bis heute noch. Ich habe tatsächlich damit festgerechnet, dass Straße und deutscher Meister wird, und wie für viele Fußballfans das so ist, war das für mich ätzend, dass der Titel nicht nach Stralsund ging. Also das wäre schon eine schöne Sause gewesen. Wie dieser Wechsel zustande gekommen ist. Ich habe mit der Kaderplanung in Stralsund nicht so viel zu tun. Ich vermittle ab und zu vielleicht mal einen Fahrer dahin, weil ich den Kontakt dazu habe, oder frage nach, willst du nicht? Aber wenn du darüber meine Meinung wissen willst, die kann ich dir erzählen, ja. Wenn du sie erzählen möchtest. Wie das ist, scheiße. Ja. Ich find's ätzend. Ja, weil du jetzt, glaube ich, mehr involviert bist in Stralsund. Ne? Vor 5 Jahren hast du noch gesagt, Mensch, Güstrow, geil und cool. Und. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Ich habe mir, genau, bin jetzt wieder durch die Aufgabe meines Musikzuges, ne, der ja aufgelöst worden ist, mehr Freizeit, habe gesagt, gut, ich bringe mich in den Speedway-Sport dort in Stralsund wieder ein, sehe den Hintergrund, und als erstes spricht er aber nicht das Vereinsmitglied, sondern einfach der Fanboy, so, ne? Ich weiß noch... Meine Frage, um dich hier so auch so ein bisschen zu retten. Rette mich nicht. Ich hau jetzt gerne raus. Nee. Meinst du, es macht Güstrow stärker? Ja. Weil wenn ich auf die Zahlen, auf die reinen Zahlen gucke, ist Stralsund hier der absolute Favorit, weil sie stellen hier auf mit einer Average von 9,276, wohingegen eine Güstrow, das staune ich eh, eine 8,308 hat. Also sie sind fast ein Punkt stärker. Also von den reinen Averages. Genau, also das Average-System hat ja auch wieder Anwendung gefunden. Ich weiß gar nicht, woher du das hast. Ich habe die Aufstellung noch nicht bekommen. Die hast du mir geschickt. Ja, also findest du, die Average-Sache, ja, hab ich auch gesehen, Straße und da mit 9 Punkten mehr am fast Maximum, am Ausreizbahn dran. Welcher Name mich in Stralsund völlig ankotzt, ist Lars Kopin. Sorry, muss ich so sagen, ist letztes Jahr einfach nichts gewesen. Ist der Bundesliga nicht gerecht geworden. Ob er die Chance nochmal verdient hat, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber rein vom Papier, auch wenn die Average was anderes sagen, muss ich sagen, liest sich die Güstrower Aufstellung deutlich stärker. Das wollte ich damit auch sagen. Also entweder, also ein Wölbert mit einer 1,241 in der Average gegenüber Kaczmarek von einer 2,088. Und Jonas Seifert-Salk 2,733. Also, ich glaube, ich bin in der großen Hoffnung,
dass sich die Stralsunder Teamleiter von der Average da nicht haben blenden lassen. Ja, ja, das also, dass man jetzt nur, also genau, dass man sich da nicht nur hat nach Punkte aufstellen lassen, sondern dass man auch tatsächlich so ein bisschen auf Leistung geguckt hat. Ich habe jetzt so den Kaczmarek in der Liga verfolgt, war jetzt auch nicht ganz so stark, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt als Stralsunder Fanboy. Timo Lahti, ja, in Morwinkelsdamm auch nur auf dem 10. Platz. Hm. Ne? Aber vielleicht ist er auch mittlerweile daheim gerannt auf der Heimbahn und fährt da locker sein Maximum wieder ein. Wer weiß, ey. Vielleicht sollten wir auch erstmal, ich weiß gar nicht, ob die Leute oder ob sie schon veröffentlicht haben, ich habe die Infos hier aus der SVG-Pressemitteilung, die Teams überhaupt mal benennen. Also, ja, lest mal vor. Also, der MC Güstrow hat gemeldet, ich glaube, man kann es immer noch bis eine Stunde vorher ändern, also 2 Stunden vorher. Oder 2 Stunden vorher. Aktuelle Nennung ist Güstrow Toros auf der 1, Timo Lahti auf der 2, Kevin Wölbert auf der 3, Adam Boba-Bettner auf der 4, Jonas Jeppesen und der 5, Tim Sörensen. Genau, und die Deutschländer aus Stralsund haben Jonas Seifert-Salk aus Dänemark, Daniel Kaczmarek aus Polen, Matthias Nielsen aus Dänemark, Friedrich Jakobsen aus Dänemark und Lars Kupin, der Deutschpole, dann auf der 5. Position. Ja, was mir auffällt, sehr dänenlastig, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Dänen. Ja, leider kein Deutscher mit bei. Norik kann ja nicht, dadurch, dass er... Na, Kevin Wilbert, ne? Nee, ich meine für Straße. Ach so, Straße, Norik, ja. Genau, Norik kann ja nicht, weil er dann sicherlich vorher eine Frist hat, ne, für den Grand Prix als Wildcard. Und ja, Kevin Wilbert, ja, was soll ich sagen? Als Fanboy finde ich scheiße. Ich weiß allerdings auch nicht, ob es ein Angebot aus Straße in der Richtung gab. Hm. Ob er das vielleicht ausgeschlagen hat, ist mir nicht bewusst. Wäre schöner gewesen, ihn noch ein zweites Jahr da zu haben. Aber ich glaube, dass auch viele Fans mit seiner Leistung in ein, zwei Rennen, wo er dann nur 0 und einmal 3 oder was gefahren hat, nicht zufrieden waren und Güstrow für ihn vielleicht auch topografisch einfach dichter ist. Hm, ja. Ich glaube aber, dass das, worauf mit der Frage, denn der Inhalt oder dein Ziel war es ja darauf abzufassen, dass es dieser Wechselgedanke dahinter liegt, dass man, glaube ich, nicht so viel Wert drauf liegt, für welchen Verein man fährt, sondern ich denke, in der Bundesliga fährt man eher den Geld hinterher. Wahrscheinlich, ja. Was ich ein bisschen schade finde, dass Antonio Lindbeck nicht bei ist. Ne, auf den habe ich mich gefreut in Stralsund. Ich weiß gar nicht, hat der andere Rennen? Also wurde groß angekündigt. Er ist unter Vertrag. Hm. Ist ganz witzig entstanden. Weißt du, wie das entstanden ist? Das kann ich ja erzählen, wa? Also eigentlich schon, glaub, ja. Hatte ich schon erzählt. Der war einfach beim Training, genau. Ich habe ihn gefragt, habe dann weitergeleitet an den Verein. Die sind sich einig geworden, er hat einen Vertrag gekriegt, fertig. So einfach ist das. Ne, weil immer viele so ein Geheimnis draus machen. Das ist kein Geheimnis. Ruf an und frag nach. Ja. Ne, das ist aber euer Teammanager hat gesagt, nee, ich stelle anders auf, ohne ihn, erstmal. Ja, ich denke, man hätte durchaus stärker, also mit, sagen wir mal, mit größeren Namen aufgestellt, wenn es möglich gewesen wäre. Ich denke, dass es da irgendwelche Verpflichtungen andererseits oder vorher gab. Ne? Ja, ich habe die Average auch nicht, vielleicht passt es auch nicht Average-mäßig. Ja, wird spannend. Ich glaube letztendlich, also im Finale ist man ja. Vielleicht hebt man sich die Guten auch fürs Finale auf. Ich glaube, der Finaleinzug ist in Nordschleswig nicht zu nehmen, egal was passiert. Oh, bist du ein gemeines Arschloch. Ja, komm, einmal muss man ab und zu mal sticheln. Ja, ist okay. Hätte ich auch mit Güstrow sagen können, ne? Also, Naja, du bist ja Güstrow in dem Fall, ne? Also, weil es für dich am. Ja, genau. Also, du warst ja auch letztes Jahr schon. Also, das ist ja. Ja. Was würdest du machen, wenn Neubrandenburg sich ein Team kaufen würde, aber ohne Heimbahn? Wärst du dann Neubrandenburger oder Güstrow trotzdem? Nein, Neubrandenburger. Also ganz klar, ich bin ja auch jetzt Neubrandenburger. Güstrow bin ich ja nur Sympathisant. Also. Naja, weil es topografisch am dichtesten ist. Also glaubt man immer. Ich fahre genauso lange nach Wolfslake, genauso lange nach Stralsund, genauso lange nach Münstock. Ich fahre überall 1,5 Stunden hin. Ja, und ich immer 3. Mir ist aufgefallen, ich liege mega gut. Ne? Am weitesten ist hier irgendwie Lulu, da brauche ich 2 Stunden und Parchim ein bisschen über 2. Also an sich liegt Neubrandenburg richtig, richtig gut. Bruckstedt irgendwie 3 Stunden. Ja. Deswegen bin ich oder auch persönlich so selten in so Dingern wie Kloppenburg und Neunknick und in Bayern und weil wir ja so viel in der Ecke haben. Ne? Deswegen haben wir Pfingst ja auch mal bei dir verbracht. Ich durfte in deinem Bett schlafen, du auf deiner Couch. Richtig. Dieses Jahr aber anders. Ja, alles wegen der Bayern, ey. Echt, ey, danke Landshut. Nein, danke, auf gar keinen Fall. Danke für trotzdem. danke, dass ihr trotzdem euch um den Grand Prix gekümmert habt. Denn Ebi und ich haben
tatsächlich die Woche viel miteinander kommuniziert. Viel mehr als sonst. Nö, standardmäßig, ne? Doch, ist schon aktuell, es läuft wieder. Ne, wenn die Leute gedacht haben, nee, ja, ne, es ist wieder alles schick. Ja. Und wir haben uns dazu entschlossen, uns tatsächlich aufzuteilen. Ich habe kurzfristig mein Hotel in Landshut storniert, denn irgendwie kam auf einmal dieses Rennen in Teterow auf, der Auerhahn-Pokal, der überhaupt gar nicht oder nicht gut beworben ist. Wenn man das jetzt wirklich sucht, ist das extrem schwer. Und tja, was soll ich sagen, Ebi? Na gut, extrem schlecht beworben ist vielleicht falsch. Der ist ja immer da, ne? Es war jetzt nur mal ein, zwei Jahre Grand Prix. Das ist ja eigentlich, ja. Ja, aber so als Einzel-Event für Leute, die jetzt nicht unbedingt den Bergring gucken wollen, musst du schon suchen. Ne? Und in meiner Bubble so habe ich das erstmal nicht wahrgenommen. Auf jeden Fall haben wir uns dazu entschieden, dass ich Freitag nach Güstrow fahre, wenn du schon nach Landshut runtereierst. Ja. Und ich Samstag dann in Teterow bin und mir den Auerhahn-Pokal, den 20., 23. Auerhahn-Pokal, warte mal, haben wir uns natürlich aufgeschrieben, weil wir wie immer mega vorbereitet sind, den 20. ADAC Speedway Auerhahn-Pokal angucken werde. Hm. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich freuen soll, dass ich keine 8 oder 9 Stunden Auto fahren muss und dafür nur 2 Stunden nach Teterow fahre oder ob ich doch glücklich sein sollte. Denn eine spannende Geschichte mit Teterow wird das auf jeden Fall. Genau. Also egal, was passiert, es wird spannend. Das verspreche ich dir. Ne, also sie haben ja eine ganz... Also seitdem sie diese Bahn oder seit dem Abbruch des letztjährigen Auerhahn-Pokals ist ja an sich da nichts mehr passiert. Also sportlich. Mhm. Ne? Man hat ganz viele Trainings angesetzt. Also du kannst von Teterow sagen, was du bist, aber die hatten wettertechnisch schon echt Pech. Also sie haben tatsächlich mit der Nationalmannschaft letztes Jahr im Oktober oder September, wann das war? Ja. Nee, dieses Jahr? Nee, letztes Jahr, ne? Ja. Dann wollten, ja, haben Jahr, dann wollten sie im April zu meinem Geburtstag, wurde auch storniert. Mhm. Dann war letztens dieses Training angesetzt, auch wieder wettertechnisch ausgefallen. Oder ja. Ergo müssen wir dazu also sagen, dass eine komplett neu aufgebaute Bahn noch keinen richtigen Stresstest hatte. Es gab Anfang dieser Woche, Sonntag oder, nee, Sonntag war das, ne? Sonntag oder Montag? Sonntag. Ein, ich nenne es, ein geheimes Training ist zu viel gesagt, aber es gab ein Training, was nicht groß angekündigt worden ist in Teterow. Man hat Videos gesehen von Patricia Erhardt, Hanna Grunwald und ich glaube Patrick Hayek ist Training war dabei, glaube ich, ne? Genau. Diesen Hüeck und Zimmermann, die sehen immer beide mit ihrem Rot-Schwarzen irgendwie. Ja, die haben da ihre Trainingsrunden gedreht. Muss man aber auch ehrlich sagen, Teterow gegenüber, das ist natürlich kein Stresstest. Ne? Das ist natürlich kein Rennen mit 16 Läufen, mindestens 20 Läufen mit 4 Runden und noch ein Training davor. Mhm. Es wird tatsächlich spannend, was man in Teterow dort gebaut hat. Was ist dann eigentlich letztendlich nochmal Sache gewesen? Hatte man jetzt die Bahn einmal komplett neu gemacht? Komplett, komplett. Komplett rausgenommen den Belag, komplett neuen rein. Den irgendwie Innenkante neu gemacht. Den Radius verändert? Nee. Nein, nee. Der ist doch gut. Weil du weißt doch, die eine Seite war nochmal 10 Meter kürzer. Erinnerst du dich? Ja, das war irgendwie bei der GSM oder irgendwas hast du da, ja. Bei der GSM, ja, und aber ich weiß auch nicht mehr, irgendeiner hat mir das genauestens erklärt und ich habe da so eine Scheiße draus gemacht. Naja. Ja. Okay, Stresstests gab es nicht. Der Eintritt in ist gleich geblieben, 22 Euro. 22 ist gleich geblieben, genau. Rennstart in Teterow ist 19 Uhr und wir kommen mal kurz zum Demolition, zum Fahrerfeld. Da darf ich dich ganz kurz unterbrechen, wo wir gerade bei den Facts waren. Du hast den Eintritt genannt. Ich habe hier Kassenöffnung 16:30, Training 17 Uhr, Fahrervorstellung 18:45, Start 19 Uhr. Wichtige Hinweise, Campingstühle sind zugelassen. Alkoholische Getränke und sämtliche Getränke in Glas und Hartplastikflaschen sind auf dem gesamten Bergringgelände untersagt. Ja, endlich. Es gibt einen Bus-Shuttle, alles wie immer eigentlich, als ob es Grand Prix wäre. Genau. Ja, ist ein fähiges Feld, oder? Naja, das lassen wir mal so stehen, das musst du selber entscheiden. Ich lese mal von vorne vor, mit den Startnummern aufsteigen bis 16. Wir haben Michael West aus Australien, an zweiter Stelle Max Dürger aus Deutschland, an dritter Stelle Sebastian Kössler aus Österreich, Simon Schlauterbach auf der 4 und dann den Letten, oh Gott, Ernest, wie heißt er? Monchonox, keine Ahnung. Genau, Cox. Den Dänen, Emil Brium, Jack Mulford aus England, Marius Hillebrand aus Deutschland, Daniel Kaczmarek aus Polen. An 10. Stelle dann der 2. Deutsche, Michael Hertel. An der 11. Stelle der Ukrainer Stanislav Melnitschuk.
An 12. Stelle Timo Lahti, der Finne. An der 13. Stelle dann Glenn Moy aus Norwegen. Steven Gored aus Frankreich. Dann Rikards Avensilius aus Lettland. Latvien? Ja, Lettland ist das. Hm, genau. Und William Dreyer aus Dänemark. Und William Dreyer fährt heute auch U24 in Wroclaw. Da habe ich vorhin gerade ein paar schöne Fotos von Martin bekommen. Schöne Grüße. Der ist nämlich sein Martin Paschau, sein, na, sag schnell, Mechaniker. Okay. Und der ist da heute nämlich mit William Dreyer unterwegs. Schöne Grüße zurück. Danke für die Fotos. Sowas ist immer mal ganz, ganz spannend. In meiner Liste ist tatsächlich auf der 15 Kenneth Kruse Hansen. Ich weiß nicht, welcher aktueller ist. Muss man sehen. Kenneth Kruse Hansen ist ja ihr großer Werbeträger für den Bergring. Mhm. Ja, gut. Letztendlich macht es Reserve Patricia Erhard, Marvin Katt. Mhm. Du, die Liste, die du mir geschickt hast, habe ich gerade vorgelesen. Vor 6 Minuten. Ja, ja, alles gut. Also ich habe die aus der Pressemitteilung des MC Bergring. Ja. Kann ich dir nicht sagen, welche aktueller ist. Also tatsächlich wird das, glaube ich, auch die spannendste Sendung und das spannendste Rennen. Ich denke, viele werden den Grand Prix genießen zu Hause. Ich werde ja immer mal Updates geben. Ich glaube, es wird nämlich ganz, ganz, ganz spannend. Hält die Bahn und was passiert, ne? Ja, es ist leider zeitgleich, ne? Also man... Mhm. Grand Prix und Auerhahn finde ich auch ein bisschen unglücklich. Hätte man, ich weiß es nicht, vielleicht nur den Auerhahn machen können. Die Leute sind sowieso da. Mhm. Und dann noch hinterher Leinwand. Aber vielleicht ist das aber auch gerade Absicht, weil man selber nicht genau weiß, hält die Bahn, hält sie nicht. Ne? Was meinst du, um die Aufmerksamkeit ein bisschen runterzudrücken? Ja, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist sowieso da. Also das Auge ist sowieso da. Gerade. Ich meine, letztendlich haben wir uns beide, müssen wir auch ehrlich sagen, Ebi, letztendlich haben wir uns beide ja auch entschieden, das so zu machen, weil wir wissen, die Leute wollen es hören und wollen es sehen. Ist so. Ne? Ich wäre natürlich auch lieber zum Grand Prix nach Landshut gefahren, hätte Gerald mal die Hand geschüttelt, hätte mir gerne mal die Landshuter Bahn angeguckt. Das vertagen wir dann mal. Aber auf jeden Fall wird es spannend. Und, auf jeden Fall. Auch die drei Deutschen, ich sehe hier, eigentlich muss hier auch ein Deutscher gewinnen. Max ist gut drauf. Hertel, hoffe ich, nach seiner Verletzung gut zurück. Ja, das wird sich zeigen. Wir können ja schon so ein bisschen draus schließen, wie Timo Lahti am Freitag. Das ist so ein bisschen eine Luftgeschichte. Ja, nein. Entweder ganz gut oder ganz schlecht. Mhm. Ich glaube, am wichtigsten ist diesmal, dass die Bahn hält und dass die Leute unfallfrei heil da rauskommen. Das wäre schon mal gut für einen Tetroer Speedway-Sport. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, die Leute erwarten von uns ja immer so eine Meinung. Das verstehe ich ja auch. Sie möchten sich ja selber auch so ein bisschen positionieren und einordnen. Ich würde jetzt natürlich auch, wie man in der alten Riege mit uns, der Presseleute sind wir ja nicht. Wir nennen uns mal Podcaster, weil wir sind ja irgendwie technisch, wir sind ja auch irgendwie, was das angeht, so ein bisschen in der Luft. Keiner weiß so richtig, ob wir Journalisten sind oder nicht. Also wir beide, nein, so rechtlich meine ich jetzt, weißt du? Ja, ja, genau. Wir beide fühlen uns ja auch nicht so, wir geben uns ja auch nicht so. Aber so wie man in der alten Riege mit uns umgegangen ist, würde ich natürlich am liebsten draufhauen mit dem Hammer. Hm. Aber das machen wir nicht. Jeder hat eine Chance verdient, ne? Das ist dann aber die letzte für Tetro. Aktuell habe ich, ja, ich habe auch das Gefühl, sie machen ein bisschen, sie versuchen, die Werbetrommel rühren sie. Wenn ich dann aber in der Zeitung lese, es haben noch viele Profis angefragt, aber das Fahrerfeld war voll, wo ich meine, Leute, wer hat denn da jetzt noch angefragt? Ne? Also ich, ja, einfach genau. Vielleicht auch mal ein bisschen kleinere Brötchen backen, vielleicht die Leute wieder zurückholen, mal mit einer, ja, mit bisschen Ehrlichkeit, Demut wieder zeigen, ein bisschen Ehrlichkeit, genau. Ein bisschen... Bisschen Zuneigung, so, ne? Das weißt ja. Du, ich weiß, was du meinst. Ich kann es auch schlecht beschreiben. Auch wie bei uns. Wir waren also einfach mal wieder ein Stück zurück, ne? Mhm. Bisschen erden und dann wieder vorwärts. Ja. Ne? Mal ordnen und dann auch mal wieder so ein bisschen auf die grundlegenden Sachen, ne? Ein paar Schubladen im Kopf wieder zurechtrücken und dann genau. Los. Ne? Ein gutes Fahrerfeld, einen ordentlichen Bierstand hinstellen, eine gute Versorgung anbieten, ja. Den Leuten so ein kleines Gimmick mit auf die Hand geben. Das ist, genau, das fehlt so ein bisschen, ne? Es tangelt immer noch so ein bisschen in Tetro, wie ich finde, diese überhebliche Arroganz immer mit. Die zwar nicht in den sozialen Medien ausgelebt wird, aber die liest man im Hinterkopf immer so ein bisschen mit. Kannst du mir sagen, was du willst? Ja, weil man die jetzt auch voraussetzt. Ne? Also, ich glaube, es ist aktuell nicht... Ja, weil man sie jahrelang... Genau. Man ist weil man sie jahrelang genommen, erfahren hat. Ich nehme mich da diesmal auch nicht raus. Bin auch so ein bisschen voreingenommen. Es gibt super nette Leute da im Verein noch, ne? Wenn ich da an eine Kathleen denke oder diese Bille oder, ne? Das sind alles gute Menschen. Ja. Gespannt bin ich auf den Bahndienst. Ja. Man sagt ja auch nach dem Training, also es hat doll gestaubt. Man muss wohl sehr, sehr vorsichtig mit Wasser sein. Mhm.
Aber ist ja auch völlig logisch. Es ist alles halt noch neu, frisch. Keiner hat Erfahrung mit der Bahn, mit dem Belag. Der alte Bahndienst damals mit Stühlemann und Co., die sind gegangen. Ne? Auch da musste sich ein neues Team finden. Und auch die hatten ja gar keine Chance. Also es gab keine Rennen vorher, keine Speedliga Nord, kein. Das hätte ich vielleicht mal gemacht, ne? Den Termin irgendwie vor dem Auerhahn gelegt. Ja, jetzt müssen sie da durch, ne? Genau, ich denke, das reicht für Tedro. Ja. Jetzt müssen sie einfach mal machen, jetzt muss auch abgeliefert werden, auch wenn es nur kleine Brötchen sind. Ja, eine Frage habe ich. Dein Tipp, Zuschauerzahl. Im letzten Jahr waren es 4.500. 1.500. Das glaube ich nicht, Ich glaube, es sind wieder 5.000. Wer aus deiner Bubble fährt dann dahin, außer ich? Die alten Neubrandenburger, Tonne, Horst. Glaubt die, ja, die da immer hinfahren. Von meiner Ex, die Eltern, die, weil die schon immer, die fahren einmal im Jahr dahin. Und die fahren das auch immer gut. Nein. Die sitzen da, trinken ihr ein Bierchen und. Nein. Nein. Egal. Glaub ich nicht. Lass uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Ebi, damit kommen wir schon auf den Sonntag. Ich fahre nach Landshut. Ach so. Na, siehst. Also ich würde sagen, nur ganz kurz Grand Prix. Ganz kurz. Nur ganz kurz das kleine Event aus Deutschland. Erstmal gute Besserung an Kai. Ich hoffe, der Schädel hält noch oder hält wieder. Ja, aber auch. Bin ganz schön ätzend. Also kannst du dich erinnern? Wir müssen mal kurz, um diese Geschichte zu verstehen, zurückgehen nach Pardubice letztes Jahr 23. Kannst du dich an die Situation mit Jason Doyle erinnern? Wie der arrogant durchs Fahrerlager gelaufen ist, nachdem er da so ein bisschen mal einen kleinen Schwenk gekriegt hat und nicht zum Rerun wieder zugelassen worden ist, weil er sich hat fallen lassen. Ja, und den kleinen Fans nicht mal. Und angeblich der Platten und irgendwas war. Genau, den kleinen Kinderfans, wirklich, ich meine so richtig kleine Kinder, 8, 9 Jahre, die sich total gefreut haben, nicht die Hand gegeben haben. Die Australier werden mir immer unsympathischer. Ja, aktuell ist Doyle auf so einem Weg, man liest es auch in den Foren, ne? Er ist oder in so auch auf Facebook, auch in den Kommentaren, auch egal, auch international. Er ist aktuell nicht mehr Everybody's Darling, ne? Aber ich glaube, das ist gut. Weil es fehlt so ein Arschloch Nicky Peterson, wo die Leute drauf hassen, so ein Zwolinski, und das ist jetzt so ein Typ, den können die alle mal hassen. Und er wird der zweite Nicky Peterson, verspreche ich dir. Genau. Und ich glaube, das ist gut für die Serie. Wir haben immer gesagt, ich war auch ein Verfechter, wir brauchen Typen. Und er entwickelt sich dahin, ne? Aber wenn ich sehe, wie Kai da weggeräumt wird, geht gar nicht. Geht null. Schön in eine Schere genommen, das sah richtig böse aus. Ich habe letztens. Oh, Wecker, aufstehen. Schön, wie ich Ton ausgemacht habe, aber Wecker geht immer. Ja, ist gut. Ich habe letztens einen anderen Podcast gehört mit einem Journalisten und einem ehemaligen Grand Prix-Sieger. Oh, Alter, ja. Erzähl mal, wer war denn das? Nee, wir sagen jetzt nicht. Wir sollen den Namen ja nicht wieder so sagen. Nee, ich will den Namen auch nicht sagen. Er hat mich einmal Startband bei seinem Kommentar gesagt. Deswegen kriegt er keine Werbung mehr von mir. Ich bin so bockig auf NK. Hm? Nee, und da hieß es ganz klar, also Smoly hat immer wieder betont, also wir sind hier am oberen Level der Speedway-Szene. Und da wird Kai ist er sagt, nee, alle. Er sagt, der Grand Prix ist so, auch in Smart League seine Aktionen. Man weiß, dass er da an die Wand fährt. Ne? Und wenn man da durch will, muss man damit rechnen. Es ist halt nicht polnische Liga, wo ein Meter gelassen wird, sagt Smoli. Ne? Da geht's an die Wand. Da wird. Ja. Und das ja, habe ich auch gehört, den Podcast. Also er hat keine Schuld auf Doyle und Holder und Co. geschoben. Er sagt, ja, Respekt an Kai, wie er die Nummer mit Smart League da durchgezogen hat. Richtig, richtig gut. Und die Aktion war jetzt halt, ja, Gerangel am Start. Ne? Es war mega eng. Früher hätte er, also vor 3 Jahren hätte Kai noch Gas weggenommen. Jetzt hält er rein. Ne? Finde ich gut. Kai ist unter den besten 8 Fahrern der Welt. Das halten wir jetzt erstmal fest. Er hat nach 2 Rennen im Grand Prix 2-mal das Semifinale erreicht und nicht mit Ach und Krach, sondern mit einer ordentlichen Leistung. Und er hat in den letzten beiden Rennen im Grand Prix mir jede Menge Gänsehautmomente verschafft. Mega gut. Ich habe es auf der Autobahn geguckt. Ein Hoch auf die Digitalisierung. Also tatsächlich konnte ich mit meinem Telefon hier Hotspot wirklich von Gelsenkirchen bis, keine Ahnung wie weit, auf der Autobahn Grand Prix natürlich mir erzählen lassen. Ich habe, also Silvana hat da mit dem Laptop auf dem Schoß und sie hat geguckt und ich hatte dann Ton an, ist auch gut. Dann hast du mal so rüber geluschert auf der Autobahn mit Tempomat. Und wir haben, glaube ich, keine Polizisten, die uns zuhören, und wenn doch,
Dann ist das so. Liebe Grüße. Ne? Du kannst ja dem Beifahrer nicht verbieten, einen Laptop auf dem Schoß zu haben. Nee, so ist es. Ja, auch selbst wenn da so gefahren sind, sind wir beide Fanboys und Herrn Doyle wünsche ich immer, keine Ahnung, Kaffeegrund mit im letzten Schluck drin. Es macht den Grand Prix spannend. Ein Smart Slick ist schlagbar. Du hast gesehen, wie der kämpfen und fighten musste. Ne? Das kennt man von Smart Slick gar nicht. Sieht so aus, als wenn er gar keine. Richtig geil. Ja, sieht so aus, als wenn er nicht die Abstimmung findet, wie er sie sonst immer hatte. Ne? Ja. Hast ja gesehen, ein Lauf lief es nicht, da hat er ein bisschen hier gedreht und dann ist er wieder mit Vorsprung vorbeigefahren. Ja, natürlich. Mega schnell, dann hinten raus nicht mehr. Simon Wozniak, eine totale Drehung mit Mal. Ne? Ja. Mega guten Lauf da in dem Einlauf auch, ich glaube, zwei Plätze fast nach vorne gefahren. Ich musste zu dem Zeitpunkt essen gehen, deswegen konnte ich nicht alle so richtig gucken, nicht? War auf jeden Fall spannend, definitiv. Und ich überlege mir ab heute dann, ob ich deutschen Kommentar höre oder nicht. Nee, Grüße raus an Norbert, war wieder ein mega guter Podcast, finde ich gut. Und wenn ich die Aufrufzahlen auf YouTube sehe, scheint Speedway doch mehr zu ziehen als alles andere. Ne? Also die Aufrufzahlen auf YouTube höher als seine anderen Podcasts. Naja, das soll ja erstmal in unsere Zuhörerzahlen kommen. Genau. Ja, aber letztendlich, ich freue mich da mega auf Landshut. Ich bin da echt gespannt, auch auf die deutsche Crowd. Es scheint ja jetzt wirklich tendenziell Richtung Ausverkauf zu gehen. Ich glaube, sie hatten 7.500, 7.600. Ich hatte Gerald gestern noch gefragt, aber die scheinen so viel zu tun zu haben. Da kam jetzt keine Antwort mehr. Ja, es wird kuschelig, muggelig. Meinst du, Kai wird so die, oder ja doch, Kai und Lorik sind ja beide dabei. Genau, Lorik als die Wildcard. Genau, dieses Jahr in Landshut, in der Liga. Meinst du, das können sie verwerten, da können sie daraus profitieren? Es kommt drauf an, was für ein Morris mit der Bahn macht. Ja, aber Landshut ist doch immer knüppelhart, oder? Was soll er da anders machen? Ja, kommt drauf an, du weißt es ja nicht. Meinst du, da macht er sie plötzlich Ich fand sie jetzt in Warschau auch nicht unbedingt so knüppelhart. Also das sah aus, als wenn da auch ein bisschen mehr was gegangen ist. Für mich eine der besten Grand Prix seit langem. Also du warst ja irgendwie nicht ganz so der Meinung, aber ich fand ihn mega, mega gut. Also nicht nur für eine Eintagesbahn, weil es war wirklich mal Action von Lauf 1 bis Lauf, das langweiligste war das Finale. Ja, genau. Es war immer Action, mega gut. Also wir können uns natürlich nur wünschen, dass es dann in dem Semifinale in Landshut einfach zwei deutsche Beteiligungen gibt. Ja. Ja, dass Norwich da durchfährt. Falls das Maschinenmaterial hält und so, ne? Ist ja auch immer eine absolute Materialschlacht, darf man nicht vergessen. Und ich bin tatsächlich gespannt auf die Zuschauer und auf deine Meinung, wie das außen drum so war. Ich denke nicht, wir wissen ja, dass die Fanmeile und so alles gleich bleiben wird. Da hat Landshut auch die Motorräder, die sie da mitbringen und alles das Gleiche. Genau. Mal sehen, ob du wieder dann so einen schönen kostenlosen Energy-Drink dir gönnst, wa? Mit Sicherheit. Wo ich drauf gespannt bin, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wie meinst du da, oder gerade die Bayern sind doch sehr, sehr so national bewusst oder die Nationalhymne schmettern, so eher, wir sind doch da eher zurückhaltend, ne? Und die haben so ein Nationalbewusstsein. Ja. Und da freue ich mich drauf, ob da wirklich viele deutsche Fahnen zu sehen sind, anders als in Tetero, das war ja nur beim ersten Mal, als Modi da die auf der Tribüne verteilt hat, war ein richtig geiles Bild. Und ich glaube, Landshut könnte ähnlich werden, ohne dass man da eine Choreo machen muss. Ja, aber wir hoffen. Also ich glaube, das wird gut. Wir können auch alle zu Recht stolz auf dieses Land sein und die Geschichte dieses Landes. Ach, sowieso. Ne? Und auf die Denker und Dichter und auch wenn es nicht gute Zeiten gab, Denker und Richter, haben wir hier viel geschaffen. Also von daher holt die deutsche Fahne raus und zeigt sie mit Stolz. Es ist alles okay. Das ist, ist nichts dran. Ne? Ich kriege auch, so einen Gänsehautmoment, wenn die Polen ganz laut ihre Nationalhymne bei so einem Grand Prix oder auch in der Liga mitsingen. Das ist schon der Wahnsinn. Ne? Das ist, und das sind die mir von uns. Die gehen ja auch in Wojens, wenn die in Oliver Danmark da und weiß ich, wie das heißt. Und ja. Mega gut. Und das würde ich mir von uns Deutschen auch mal deutlich wünschen. Ne? Geht raus und zeigt, dass ihr Deutsche seid. Das ist nichts Schlechtes. Das stimmt. Und in Landshut habe ich da gute Hoffnung. Ja, ansonsten. Gehen wir jetzt einen Tag weiter zu Sonntag. Ja. Da sind wir nämlich schon in Güstrow. Und das wird tatsächlich der kürzeste Tag. Wir haben nämlich gesagt, da können wir gar nicht so viel erzählen. Güstrow, Sonntag. Rennstart ist 21 Uhr.
Die Karte habe ich gerade vorhin gesehen. Die kann man jetzt natürlich online kaufen, genauso noch für die Bundesliga am Freitag. Start ist 21 Uhr. Die Karte online für den Pfingstpokal für den Sonntag kostet online jetzt 21, beziehungsweise ab 21,69 €. Ne? Stehplatz nicht ermäßigt, 26,87 €. Kinder bis 12 Jahren frei, Rennstart 21 Uhr und es gibt noch wunderbare Musik zu hören, habe ich gehört. Ja, da wollte ich gerade drauf kommen. Wir waren noch, ist Güstrow ein Abgucker? Wir waren doch ehrlicher Kloppenburg, als das Riesengeschrei, Helene Fischer-Dubel. Die fand's ein bisschen toll, ne? Ich fand's gut, ja. Mega gut, ja. Helene. Und jetzt Helene. Kommt Güstrow in die Ecke. Willst du es rauskloppen, oder? Nee, komm, hau raus. Das ist so deine Musik. Ich finde die Musik. Mal ist nur einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Außer Speedway Mann Party mit Francie. Die, ja. Die absolute also, Malle-Königin nach Mia Julia tritt in Güstrow um 20 Uhr auf und macht da Halligalli-Malle-Krawall. Ist Mia Julia nicht eine Pornodarstellerin? Ja, früher gewesen. Ach so, Entschuldigung. Aktuell macht sie nur, ja selbst wenn, aktuell macht sie nur Onlyfans. Ja, gut, ist nackt auf der Bühne und singt, ne? Ja. Also, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, lieber MC Güstrow. Da wäre auch Mia Julia drin gewesen. Mit Frenzy. Ja, ne? Ja, aber du, sie hat immerhin, diese Frenzy hat immerhin 70.000 Follower oder 77.000 auf Instagram und einen blauen Haken, den man sich für 16,99 € im Monat kaufen kann. Bitte. Keine Ahnung, also das ist Show, bitte. Du, Show must go on. Ja, wollte ich gerade fragen, ist es okay? Also, ich fand es in Kloppenburg ein bisschen, also zwischendurch die Stunde war mir zu lang, ne, aber vorher lass sie doch singen. Also, ja, bitteschön. Also, die haben es verstanden, die Leute so zu holen. Du könntest auch Fahrradspeedway zu Pfingsten machen und das Stadion wäre trotzdem voll. Ja, ich höre schon wieder unsere, wie soll ich das? Ich will hier mein Programm lesen. Ebi, gib ihnen ja keine Bühne. Nee, lass, komm, weiter. Entschuldigung, weitermachen. Gib diesen Pissern keine Bühne. Mal das ist dreimal im Jahr. Ja, außer. Ja, aber ich glaube, Pfingsten kann man mal machen, oder? Natürlich, warum nicht? Also. Ist ja auch ein Mehrwert, ne? Du zahlst ja auch mehr Eintritt als jetzt in der Bundesliga zum Beispiel und dafür kriegst du nicht nur Spitzensport, sondern tatsächlich auch noch ein bisschen Musik, ein bisschen Unterhaltung, eine hoffentlich funktionierende Infrastruktur, was Getränke, Essen und Pipi angeht. Ne? Das ist in Güstrow ja eigentlich immer gegeben. Stadion und, öffnet um 18 Uhr. Es ist, glaube ich, auch in Güstrow, wenn wir eine Empfehlung mal aussprechen dürfen, kauft euch wirklich das Ticket im Vorverkauf, das erleichtert viel. Ja, also, und geht zu Preußen Garten vorher, da kann man grillen. Wir liegen gleich die Adresse Red dahin. Da gibt es Bratwurst und komplett gratis für alle. Und Mexikaner. Und Mexikaner, die kann er besonders gut. Ne? Oh. Ja. Ja, Pfingsten, ja. Ich freue mich drauf. Auf Pfingstsonntag ist trotz. Also, ich freue mich mega auf den Grand Prix in Landshut, gar keine Frage. Aber ja, letztendlich, Pfingsten-Güstrow geht nicht drüber, ne? Ja, geht gar nichts drüber. Und ich blicke jetzt schon mal die Fahrer, die schon offiziell auf der Facebook-Seite von Güstrow zu finden sind. Und zwar haben wir da Hertel, Buberbettner, Kevin Wölbert. Und, Alter, jetzt kommt's. Ich freue mich. Ich freue mich so. Paco Castagna. Ja. Paco Castagna. Machen wir beide Schnauzer oder was? Nee, bis dahin wächst mir kein Bart mehr. Na klar, lass doch mal stehen jetzt bis Sonntag. Ich lasse hier gar nichts stehen. Nun mach doch mal. Nein, nein. Bist du ein Spielverderber, ey. Ja. Nikolai Klint und Erik Riss. Da kommen natürlich noch deutlich mehr. Ich habe heute noch kurz mit Steffen Schulz geschrieben. Der sagte, wie jedes Jahr ist es wieder ein Hin und Her. Der eine sagt ab und man muss da suchen. Ich bin aber guter Dinge, dass sie dann super Feld zusammenkriegen werden. Ich, ich finde das jetzt schon besser als so. Genau. Also, ist wirklich letztes cool. Jahr, genau. Also ja. so ein Castagna, ob er Leistung, aber das ist ein Hingucker. Ich freue mich tatsächlich auf Erik Riss. Max Dilger, richtig gut. Erik Riss in Güstrow. Erik leider beim SEC Challenge wirklich untergegangen, wo wir letztens drüber gesprochen haben. Da, schade. Ja. Ebi, lass uns Güstrow abschließen. Wir haben dazu alles gesagt. Genau. Geht einfach hin, erlebt es selber mal. Jetzt kommen wir noch kurz nach Abensberg. Abensberg, Pfingstmontag. Eine der, ja, gute Überleitung. In Güstrow, Frenzy. Ich war das letzte Mal in Abensberg. Da hat DJ Ötzi gesungen und Antonio Lindbeck gewonnen. Ne? Der echte DJ Ötzi? Der echte DJ Ötzi mit Mütze. Ne? Oh, geil. Das aber auch, oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Ich meine, das war da, als Güstrow regenbedingt ausgefallen ist und ich dann bockig nach Amsberg gefahren bin. Da habe ich gesagt, jetzt ist egal, ich will ein Rennen gucken, fahre ich nach Amsberg von Güstrow direkt. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe mir eine Hose angezogen. Richtig klug. Anstatt gleich auf der Autobahn zu bleiben. Ja, hast du keine Zweithose im Auto? Wie, heutzutage ja. Und Schlipper und Socken und. Ja, stimmt, hast du wirklich, ne? Immer. Ist das aus in meinem Alter macht man schon ein bisschen Kacki mal in die Hose und der Socken stinkt und. Ne? So wird dann aber nichts mit zukünftigen Folgensponsoren, wenn du hier in die Hose machst. Ja, ganz Jahr noch nicht einen, ne? Also keinen, der teuer bezahlt hat. Ein paar hatten wir hier, ne? Aber. Ja, ja. Das waren eher familiäre Sponsoren. Der hat Geld wäschen. Amsberg. Genau, da musst du mich mal retten, habe ich mich vorher gar nicht belesen, weil habe ich nicht. Ja, konntest du auch gar nicht, weil tatsächlich heute erst, also es ist auch so ein Unding, auch die FIM, ne? Heute kriegt Amsberg das Fahrerfeld, also sie können heute auf dem Dienstag anfangen mit Programme drucken, mit irgendwie in die Werbung zu gehen. Ich habe das Fahrerfeld ja mal rausgesucht. Ja, es fehlen die großen Namen diesmal. Mhm. Rasmus Jensen, Kim Nielsen, Daniel Klima, Valentin Grobauer, Max Frick, Dominik Kubera, Matthias Treserieux, Andriy Rosaljuk, Tom Brennan, Jesse Muston, Kai Huckenbeck, kann dann direkt von Land zu drüber, Dennis Deuss, Nico Kovatti, Glenn Moy, gehört ne, von Tetro oder Ramsberg, ist auch ein Ritt. Sportlich. Ja, dann Leon Flint und auf Reserve Martin Smolinski und Sandro Wassermann. Ah, dass der Sandro schon wieder nicht zum Zug kommt. Ja, gut, das ist ja an Nominierung, ist ja. Ja, ich weiß, also, ich weiß, aber trotzdem. Aber wieder Grobauer, der doch schon beim SEC in Stralsund war, scheint, also die, ich weiß nicht, wie das mit dem Sätzen funktioniert, aber er scheint ja für alles gemeldet zu haben. Mhm. Ja, ob Smoli noch ins Feld rutscht, wird man sehen. Ich denke, das ist wieder ein Plan dahinter, weil hier ist noch eine Startnummer offen, ein Österreicher, wenn der nicht kommt, ob man ihn nach Reisen rutschen lassen will, sein Heimding da in Amsberg. Ja, abwarten. Wer sich da für einen Grand Prix, ob Kai diesen Umweg nehmen muss oder ob es dann irgendwann direkt über die Top 6 schafft. We will see. We will see. Amsberg locker wieder 7, 8, 9, 10.000, denke ich mal. Hoffen wir es. Eine Info haben wir taufrisch gekriegt. Hm? Für alle, die nicht nach Amsberg können, für dich. Zum Beispiel. Ich genauso. Ist Amsberg gerade im Gespräch mit Tapes Up und FIM TV? Ob es einen Livestream gibt. Also sie sind da ziemlich weit. Es gibt finale Verhandlungen. Ich glaube, das größte Manko ist die Internetverbindung, wo es jetzt so ein bisschen hängt. Mhm. Und wenn das geklärt ist, können wir uns, glaube ich, auf den Livestream freuen. Ja, da gucken wir rein. Auf jeden Fall. Aber er wird nicht gratis sein. Das konnten sie schon sagen. Ja, komm. Also ganz ehrlich, 5 Euro für ein Rennen auf dem Rechner kann ich ausgeben. Ne? Solange sich die Leute Zigarettenschachtel für 15 Euro kaufen, groß wie Kinderfüße. Unfassbar, ne? Du, habe ich ja schön nach Wolfs Lager auch schwer einen Wolf abgeschossen. Ne? Habe ich das in der letzten Folge schon erzählt? Ich auch. Eine Schachtel West, ne? Silber. Und die Kleine, da sind irgendwie immer nur 20 drin. Das reicht ja nicht für so ein Rennen. Dann, ich fresse sie, ne? Wenn klar sie selber fährt, weiß ja. So, dann sag ich ja eine große. Fahrerlager ist auch Rauchverbot. Ja, ich gehe ja mal raus. Gehst du mal raus, ne? Ja, klar. Und dann sag ich eine große und die Tankrechnung auf einmal, 110 Euro? Guck, nimm die Schachtel mit raus, weil das eine Schachtel für 14,90 Euro mit 47 Zigaretten drin, Alter. Also, Junge, das hat gar nicht in meine Hosentasche gepasst. Sehr gut. Ich denke, wir haben das Pfingstwochenende ganz gut zusammengefasst. Die Sendung werden wie folgt kommen. Freitag Bundesliga kommt Samstagmorgen. Dann alles aus Landshut bzw. Tetro kommt Sonntagmorgen. Haltet euch mal bereit so zwischen 8 und 10, weil wir nehmen sie erst morgens auf. Sie wird dann direkt geschnitten und wird dann hochgeeiert. Und alles zum Sonntag aus Güstrow kommt dann Montagmorgen. Wir können diesmal nicht direkt nachts gleich raushauen, dass ihr direkt morgens um 4, 5 schon hören könnt, weil wir halt örtlich nicht aneinander gebunden sind, sondern uns an verschiedenen Punkten bewegen. Deswegen einfach mal bitte Nachsicht haben. Ja, wir versuchen alles so schnell wie möglich, aber letztendlich müssen wir auch schlafen, fahren, schneiden, aufnehmen. Aufnehmen ist das Schlimmste eigentlich, ne? Von der Zeit her meine ich jetzt. Ja, irgendwie dieser Sonntag, der macht mir noch Kopfzerbrechen, aber das kriegen wir irgendwie hin. Vielleicht klappt es aus dem Auto, aber ich glaube nicht. Dann noch einmal ein großes Dankeschön an unsere Zuhörerschaft. Man braucht nach England kein Visa. Oh, okay. Habe ich ganz viele Nachrichten bekommen.
Warum das so ist, warum wir uns das so gedacht haben, ich dachte, durch den Brexit tritt das, das Schengen-Abkommen jetzt auch außer Kraft. Ich, ne, dass das man da, auch, ne? Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich bin auch der Meinung, aber der Sini hat uns geschrieben, okay, der uns auch den Einspieler gemacht hat vorne, ne? Unser Pilot, der ja auch Linie öfters, der fliegt über einen großen Teich rüber, der hat dann gesagt, das ist Quatsch, da braucht ihr euch gar nichts, da braucht man nur einen Pass zu und damit ist alles gut. Okay. Dann ist es, ne? Ja, Ebi, haben wir noch was vergessen? Ja, ich leg noch auf die Playlist. Oh, natürlich, Alter. komm, natürlich. Franzi mit Malle. Wirklich, mega gut. Also super, freue ich mich. Unsere Playlist hat fast 60 Songs, ne? Ja. 30 davon sind scheiße und 30 davon sind gut, ja? Ja. Ich packe darauf Teenage Dirtbag von Wheatus. Ach, siehst du, ich finde Franzi gut. Ja, das war mir klar. Stimmt ab, unter der Folge. Was ist besser? Franzi oder Teenage Dirtbag Turtles oder was? Nee. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Ebi, vielen Dank für deine Zeit, Junge. Ich schneide die Sendung, hau die jetzt mal raus. Und tut mir leid, wenn es hier im Hintergrund so doll geschallt hat. Hier stehen schon keine Möbel mehr. Michael, deswegen ist mein Unterstrich zieht um, Unterstrich nach Göhren. Ja, vielen Dank. Grüße nach Neubrandenburg und ich sage tschüss, tschüss an alle. Ja, und ich sage tschüss, tschüss. Wer mich treffen will, danke an Gerald. Freitagabend, Augustiner an der Martinskirche. Rennt die Bude ein, gebt mir ein Essen aus. Ich freue mich. Tschüss, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns auf Facebook, Instagram oder YouTube zu abonnieren. Auf www.startband.de könnt ihr auch unser derben geilen Shop besuchen, um euch mit unseren Mega Chicken Merch einzukleiden. Sprechen Deutsch, habe ich gehört, ne? Little bit. Bumpy. And the track at times is a little bit bumpy, but you seem... Little bit, yes? Just a little bit, yeah.